Gehen Sie auf CRM Online-Formulare und klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Formular hinzufügen. Unter Anwendungsfällen wählen Sie einen gewünschten Block. In unserem Video stellen wir das Online-Formular zum Verkaufen der Produkte ohne Bilder. Das Formular passt optimal für Dienstleistungen bzw. für Produkte, wenn Ihre Bilder für Kunden nicht relevant sind. Standardmäßig ist das Feld mit Produkten leer. Klicken Sie auf den Bleistift und in der geöffneten Form wählen Sie Produkte zum Verkauf aus oder legen Sie neue Produkte an. Wir machen das Feld erforderlich und mehrfach, damit unsere Kunden mehrere Produkte in einem Online-Formular auswählen könnten. Wir speichern unsere Einstellungen und veröffentlichen unser Formular. Der Kunde füllt das Formular aus und sendet es ab. Die Information wird erfolgreich in unserem CRM gespeichert.